Wir suchen heute die beste Aktie aus den USA und deswegen starten wir direkt einmal durch und unterhalten uns einmal kurz darüber, was heißt das denn jetzt überhaupt, dass wir die beste Aktie suchen wollen. Ja, also ich mache ja Turnaround Investing. Ja? Das heißt, ich suche immer Aktien, die gerade günstig sind von guten Unternehmen und genau das wollen wir jetzt auch machen. Das heißt, die Aktie, die ich jetzt rausgesucht habe, da habe ich halt versucht, eine zu finden, die wirklich gerade günstig ist. Und zwar sowohl, das ist mir immer ganz wichtig, aus einer fundamentalen Sicht, als halt auch aus einer technischen Sicht. Wenn dann wirklich alle Zeichen auf grün stehen, dann überlegen wir halt, ob wir in die Aktie investieren oder nicht. Dinge, die dann auch positiv sind, sind natürlich sowas wie starke Marken, in gewisser Weise ein Aufwärtstrend, ein schönes Aufwärtspotenzial. Und all diese Dinge vereint jetzt die Aktie, die ich dir jetzt vorstellen werde. Und Trommelwirbel, ja, was gucken wir uns an? Wir schauen uns heute Nike an. Nike ist jetzt relativ frisch bei uns wieder in die Signale reingerutscht. Das heißt, es ist eine Aktie, die jetzt gerade bei mir in der Überwachung halt immer wieder vorgekommen ist, beziehungsweise jetzt relativ frisch vorgekommen ist, weil sie gerade relativ günstig ist. Und deswegen würde ich sagen, starten wir jetzt einmal kurz mit dem Chart. Und das aktuelle Chartbild von der Nike-Aktie kannst du jetzt hier sehen. Ja, was siehst du hier alles? Hier unten hast du wieder unsere Einstiegssignale. Das heißt, du siehst hier in diesem relativ langen Abwärtstrend, ja, da passiert es relativ häufig, dass man Signale bekommt, weil einfach die Aktie immer mal wieder so aussieht, als ob sie dreht, ja. In solchen Fällen, wo wir so relativ kurze Rücksätze haben, funktionieren die sehr, sehr zuverlässig. Ja, und auch jetzt werden wir demnächst wieder ein Signal kriegen. Bei den Profisignalen sind sie schon aufgetaucht. Das heißt, so Profisignale sind dafür da, immer noch ein bisschen näher an diese Tiefpunkte ranzukommen. Aber jetzt auch im Hobby-Signalbereich müsste die Nike-Aktie jetzt eigentlich die nächsten Tage auftauchen. Und du kannst es hier sehr schön sehen, was ist so das grobe Bild, was wir haben. Also wir haben ja diesen Aufwärtstrend und wir haben halt hier gerade so ein relativ starkes Unterstützungslevel, wo wir jetzt schon zweimal dran abgeprallt sind und jetzt versuchen wir es gerade nochmal ein drittes Mal dort durchzukommen oder halt nochmal abzuprallen. Und was jetzt passieren wird, das wird natürlich nur die Zukunft zeigen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass gerade durchaus eine sehr interessante Phase ist, wo wir eine recht hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass uns die Aktie nach oben dreht. Es ist in der Tat so, dass ich jetzt halt gerade bei mir versuche, mit den Damen und Herren bei mir in der Betreuung einmal diesen Tiefpunkt hier abzupassen bei Nike, beziehungsweise mal beobachte, was jetzt passiert, ob jetzt wirklich die Turnaround-Bewegung bei Nike kommt oder nicht. Ich habe gerade noch mal ein bisschen weiter mit dir hier rausgezoomt und was du hier sehr schön sehen kannst, ist, dass wir halt diesen sehr langfristigen Aufwärtstrend haben, der hier schon zurückgeht, eigentlich bis 2009. Und ich sag mal, wenn wir jetzt hier durchbrechen würden, durch diesen Aufwärtstrend, ja, also hier runter Richtung 75 oder sowas gehen würden, würde das schon dafür sprechen, dass wir, ich sag mal, eine neue Zeitenwende quasi hätten jetzt bei Nike. Was genau passieren wird, ist natürlich immer schwer vorherzusagen. Aber ein relativ guter Indikator sind normalerweise die Geschäftszahlen und deswegen gucken wir dort jetzt einmal kurz rein. Und zwar möchte ich zwei Dinge mit dir machen. Ich möchte mir einmal anschauen, wie waren die Zahlen jetzt historisch und dann, wie sind die Prognosen für die nächste Zeit. So, hier siehst du jetzt einmal die unternehmerischen Kennzahlen. Und zwar, wir starten hier oben mit der Marktkapitalisierung. Das ist quasi also der Wert aller Aktien zusammen. Jetzt aktuell sind wir bei 138 Milliarden, das heißt, wir sind so dazwischen ungefähr hier so auf diesem Level. So, wenn ich die einmal rausnehme, dann sehen wir jetzt hier die unternehmerischen Kennzahlen, die sich wirklich ja auf das Unternehmen beziehen. Das heißt, wir haben einmal den Umsatz in grün, dann haben wir die Größe des Unternehmens in gelb und hier unten das Eigenkapital in blau. Darunter dann das EBIT als stellvertretend für den Gewinn. Und hier drunter dann nochmal den freien Cashflow. Und wenn wir uns das angucken, sehen wir, denke ich, eine recht eindeutige Entwicklung. Wir sehen hier ein sehr, sehr schönes Wachstum. Hier in Corona gab es einen kleinen Rücksetzer. Klar waren die Märkte und so nicht offen. Jetzt sind wir aber hier wieder voll on track, würde ich das mal nennen. Und ja, auch dass die Prognosen, was den Umsatz angeht für die nächsten Jahre, also das wird jetzt hier 25 und 24, sieht es an sich, würde ich sagen, ziemlich gut aus. So, die Größe des Unternehmens wurde jetzt hier 2019 extrem nach oben gefahren und Eigenkapital ist in dieser Zeit auch relativ schön gestiegen. Wenn wir uns die Gewinne angucken, sollen die jetzt gerade bei 5,92 Milliarden liegen und damit auf einem relativ hohen Level sein. Ne? Also auf jeden Fall höher als die Werte, die wir so bis 2017 hatten. Hier in 1997 hatten wir mal 1,38 Milliarden, das war damals mal so der Höchststand und jetzt sind wir gerade auf einem Höchststand
hier mit 7 Milliarden gewesen. Lass uns doch vielleicht jetzt, wo wir das gerade so im Blick haben, direkt einmal kurz schauen, wie die Entwicklung jetzt in den nächsten Jahren sein soll. Vielleicht noch einmal kurz so als Referenzwert, 6 Milliarden EBIT und 51 Milliarden Umsatz. So, und die Schätzungen siehst du jetzt einmal hier. Das heißt, du siehst jetzt hier die Prognosen für die nächsten Jahre. 6,3 Milliarden jetzt fürs nächste Jahr, was eine Steigerung wäre wieder, ne? Und dann soll dieses Wachstum sich schön weiter fortsetzen bis auf 9,26 Milliarden. Ob das wirklich so kommen wird, wie die Analysten das einschätzen, das wird uns natürlich nur die Zukunft zeigen. Aber vieles spricht auf jeden Fall erstmal dafür, dass das Unternehmen wirklich schön wachsen wird in der nächsten Zeit. Wenn wir uns anschauen, was die Aktie historisch gemacht hat, also die Saisonalität der Nike-Aktie uns anschauen, sehen wir ein recht eindeutiges Bild meiner Meinung nach. Nike tendiert so dazu, erstmal nichts zu tun, so bis zum Sommer, ja? Und dann so Mai, Juni geht es dann meistens los mit dem Tiefpunkt und dann macht die Aktie einen relativ schönen Return. Wir reden von ungefähr 17% Rendite in diesem Zeitraum von Mai bis Dezember, die die Aktie durchschnittlich gemacht hat. Und es war halt wirklich so, dass in 8 von 10 Jahren im Endeffekt es jetzt nach oben ging in diesem Zeitraum. So, was heißt nach oben gehen? Das ist natürlich auch immer wichtig. Das siehst du jetzt hier unten einmal in diesem Graphen. Also eine durchschnittliche Rendite liegt so ungefähr bei plus 20%. Ne? 2016 ging es mal ein bisschen nach unten, aber so im Großen und Ganzen kann man wirklich sagen, so 20% Rendite sind auf jeden Fall realistisch, so bis Ende des Jahres. Wenn es gut läuft, kann es sogar 50% werden. Und ja, also das ist auf jeden Fall so der erste Ausblick erstmal, was so die prozentuale Entwicklung bei Nike angeht. Eine weitere Sache, die du hier erkennen kannst, im Schnitt hat die Nike-Aktie pro Jahr ungefähr 12% Rendite gemacht. Also auch auf lange Sicht durchaus ein spannendes Investment, dementsprechend auch für einen Buy-and-Hold-Investor, ich kenne ja deine Strategie nicht, durchaus gerade eine spannende Sache. 20-40% laut der Saisonalitäten für die nächste Zeit. Lass uns einmal kurz auf die fairen Werte schauen. Dazu gucken wir zuallererst einmal auf meine eigenen, weil das einfach die wesentlich besseren Werte sind als jetzt die Sachen, die die Analysten so prognostizieren. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe die Basiswerte genommen. EBIT, Umsatz, Bilanzsumme und Eigenkapital und habe geschaut, wie viel Geld haben wir historisch für diese Werte bezahlt. Und wenn wir uns das einmal anschauen, sehen wir, dass wir im Schnitt 38,8% günstiger sind aktuell als dieser faire Wert. Dementsprechend haben wir einiges an Potenzial, sogar so in Richtung der oberen Kante, die laut Saisonalitäten durchaus realistisch sein könnte. Und das Spannende ist noch, dass meine fairen Werte ja Durchschnittswerte sind. Das heißt, die Hälfte der Zeit war der Preis noch oben drüber. Ja, und dementsprechend sehen wir gerade bei Nike wirklich einiges an Potenzial. Ich sag mal, wenn wir jetzt hier so 38,8% weg sind, dann ist jetzt ein Anstieg von 60-70% definitiv nicht unrealistisch, auch wenn es vielleicht nicht das wahrscheinlichste Szenario ist, aber es ist auf jeden Fall möglich, dass wir 50-60-70-80% Rendite mit der Nike-Aktie jetzt machen können. Wir können diese Überlegungen sogar noch ein bisschen präzisieren. Das heißt, der Mittelwert liegt ungefähr bei 127 US-Dollar und wir schwanken im Mittel so ungefähr um 31% um diesen fairen Wert. Ja? Das heißt, manchmal liegen wir 31% oben drüber, manchmal liegen wir 31% unten drunter. Wobei man sagen muss, dieses Fenster, was ich dort gerade erkläre, ja, dort liegt die Aktie in 2/3 aller Fälle drin. Das heißt, es gibt auch noch Phasen, wo wir oben drüber und unten drunter liegen. Und dementsprechend sehen wir, dass wir jetzt gerade einiges an Potenzial haben müssten. Bevor wir uns das jetzt im Chart angucken, sehen wir, die Analysten prognostizieren ebenfalls 20,46% Potenzial. Dann lass uns das Ganze doch jetzt mal hier im Chart angucken. Also ich zoome mal ein bisschen ran. Dann sehen wir, hier unten sind wir jetzt gerade, ne? Auch auf einer ganz schönen Bewegung. Wir sehen auch, wir haben jetzt hier schon eine leichte Tendenz nach oben. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese sich jetzt im Laufe der Woche auch einfach bestätigen wird. So, zoomen wir einmal ein bisschen raus nochmal hier so. Zoomen wir nochmal ein kleines Stückchen raus. So, also der faire Wert soll bei 127 US-Dollar liegen. Das ist also quasi hier. Ja? Dementsprechend wäre das durchaus auch ein ganz schönes Ziel, von dem wir jetzt aber halt aktuell 27% unten drunter liegen, beziehungsweise wenn wir es andersrum rechnen, sind wir halt bei diesen 37-40% Rendite, die momentan möglich sind bis zu diesem fairen Wert. So.
Um diesen fairen Wert schwanken wir normalerweise um 31%. Das heißt, einmal hier unten bis da oben. Ja, das heißt, das Intervall ist dementsprechend obere Grenze 166, untere Grenze ungefähr 186. Ja? Das heißt, 186 bis 166 ist so das Intervall, in dem die Aktie sich normalerweise bewegt. Ja? Wir können es auch hier vielleicht noch einmal kurz einzeichnen. Das heißt, so das klassische Intervall wäre quasi ungefähr sowas hier. Ja? Das heißt, in diesem Fenster bewegt sich die Aktie normalerweise und du kannst es unschwer erkennen, wir sind gerade am unteren Rand von dieser Bewegung. Jetzt vielleicht einmal kurz die Kursziele durchgehen. Also vom aktuellen Wert 20% nach oben ginge bis hier. Das wären 111 Euro. Das ist auch durchaus ein Widerstandslevel. Also die Prognose, die da die Analysten gemacht haben, ist auch nicht ganz doof an der Stelle. Ja, das heißt, ich würde mal, das ist so deren Schätzung. Deren Schätzungen sind immer relativ kurzfristig, aber laut Saisonalität wäre das durchaus ein realistisches Szenario. Und ich denke, wenn du dir das so im Chart anguckst, ist das nicht unmöglich. So, wenn wir jetzt mal von den 40% ausgehen, das haben wir gerade ja schon gesagt, ja, das wäre halt hier. Und ich sag mal so, im Best-Case-Szenario würde ich schätzen, dass wir hier oben so hinkommen, 160. Und das wäre halt auch durchaus ein ganz sinnvolles Kursziel, wenn du jetzt in Nike investieren willst, weil wir natürlich damit noch relativ deutlich unterhalb von diesem alten Hochpunkt sind. Und das macht es natürlich durchaus interessant, auf diesem Level eventuell dann halt auch seine Aktien abzustoßen. So, jetzt ist aber so ein bisschen die fiese Sache, dass manchmal, wenn diese ganzen Analysten und die Banken und die Investmenthäuser alle sagen, kaufen, 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 dass sie eigentlich selber ganz anders positioniert sind. Und das gucken wir uns jetzt als nächstes einmal an. Wir starten einmal mit dem Put-Call-Ratio. Hier siehst du die unterschiedlichen Daten, zu denen die dann verfallen, die Option. Und hier unten haben wir das Put-Call-Ratio, was aktuell bei 0,83 liegt. Das heißt, die Optionshändler sind tendenziell gerade bullisch, was die Aktie angeht. Wenn wir uns jetzt aber mal anschauen, was die 13F-Fillings sagen, beziehungsweise hier die aktuellen Short-Positionen von großen Fonds und Hedgefonds, dann siehst du die jetzt einmal hier. Das heißt, du hast hier links einmal das Datum, von wann der Bericht ist, also wann sie quasi dort short waren im Markt. Ja. Du siehst auch hier, wie groß das Volumen ist. Ja. Und du siehst den prozentualen Wert auf ihr Portfolio, wenn ich das richtig sehe. Ganz sicher bin ich mir da aber nicht. Also wenn du genauer weißt, was damit gemeint ist, dann sag das gerne einmal. Fakt ist auf jeden Fall, wir haben hier die Anzahl der Aktien. Und hier haben wir den Wert, also jetzt hier zum Beispiel die IMC Chicago hat aktuell in 1000 Dollar, also 93 Millionen Euro Short gegen Nike gesetzt. Und wenn wir jetzt mal schauen, wer hier so alles dabei ist, dann sehen wir, da ist dann eine Goldman Sachs dabei, die am 1.3. die Aktie geshortet hatte. Auch Barclays als große Bank ist relativ frisch dabei, ja, die haben eine neue Position aufgebaut am 15.2., und haben dort quasi jetzt auch auf fallende Kurse gesetzt. Und um diesen Bereich 14., 15.2. sind ganz, ganz viele Short in diese Aktie gegangen oder waren schon Short auf Nike. Ja? Also das ist wirklich, wirklich auffällig. Das ist mir jetzt auch schon bei mehreren Aktien aufgefallen. Zum Beispiel auch die ganzen Tech-Aktien sind geshortet worden, haben wir uns ja letzte Woche angeguckt. Und ja, also dementsprechend hier Citigroup, UBS. Ihr seht schon, sehr, sehr viele haben sich da momentan abgesichert und setzen halt eher auf fallende Kurse. Also sagen Sie uns, wir sollen kaufen und selber setzen Sie sich short in den Markt. Das klingt natürlich erstmal irgendwie nicht so cool. Warum machen die das? Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, wie man das interpretieren kann. Möglichkeit Nummer eins ist, man interpretiert es so und sagt, ja, die setzen wirklich darauf, dass die Kurse fallen. Die haben mehr Informationen als wir und es ist vielleicht eine doofe Idee, jetzt dort gerade einzusteigen. Möglichkeit 2 wäre, die sehen genauso wie wir gerade das Potenzial nach oben, sind long positioniert, haben aber ihre Position ein bisschen abgesichert, damit ihnen das Ganze jetzt nicht nach unten wegrauscht. Das wäre das positive Szenario, wenn man so will. Was du jetzt aus diesen Informationen machst, musst du natürlich für dich selber entscheiden. Auch aus dem Blickwinkel eines Dividendeninvestors ist die Nike-Aktie nicht uninteressant. Du kannst jetzt hier nochmal die Werte je Aktie sehen, also hier oben haben wir den Umsatz je Aktie, den Buchwert je Aktie, den Gewinn je Aktie, der hat so ein bisschen gestruggelt in den letzten Jahren, aber immer noch auf einem recht schönen hohen Level.
Ja, und hier unten siehst du halt auch die Dividende je Aktie. Und wenn ich uns einmal nur die Dividende einblende, dann kannst du hier sehen, dass wir ein sehr, sehr schönes Dividendenwachstum haben. Die Nike-Aktie steigert inzwischen seit mehr als 21 Jahren ihre Dividende. Und momentan würde ich sagen, sieht es auch so aus, als ob das auch in Zukunft weitergemacht werden sollte. Die aktuelle Dividendenrendite ist mit 1,6% natürlich eher mau, aber nichtsdestotrotz ist es ein schöner Dividendentitel, der auch eine schöne Dividendensteigerung hat. Also, neben dem Ausschütten einer Dividende kauft Nike auch noch fleißig Aktien zurück. Ja? Du kannst es hier sehen im Vergleich zu 1994, dort hatten wir noch 2,42 Milliarden Aktien, sind wir jetzt nur noch auf 1,51 Milliarden. Dementsprechend haben wir unsere Aktienanzahl um ungefähr 1 Milliarde reduziert. Das ist ein Senken ungefähr um 40% und das ist doch auf jeden Fall durchaus eine sehr, sehr positive Entwicklung. Ja, bei Aktien kann man sich ja immer tot analysieren, aber ich denke mal so im Großen und Ganzen sollte es so sein, dass Nike momentan wirklich ein spannendes Investment ist. Je nachdem, aus welchem Blickwinkel du auf die Aktie guckst, hast du eher ein positives oder eher ein, ich sag mal so ein durchschnittliches Bild. Aber so im Großen und Ganzen denke ich, ist Nike ein sehr schönes Gesamtpaket und das in Kombination mit der aktuellen Chartsituation. Das Video, was du jetzt gerade siehst zur besten Aktie aus den USA, ist übrigens der Start für unsere USA-Woche. Du siehst es hier, wir haben hier einige Aktien aus den USA, die wir uns in nächster Zeit angucken werden, bevor wir uns dann halt wieder den deutschen Aktien widmen wollen. Dementsprechend siehst du hier PayPal, Berkshire, Coca-Cola und so weiter, viele sehr, sehr spannende Kandidaten, manche davon auch weitere Turnaround-Kandidaten, also wenn du dich dafür interessierst, lass mal gerne ein Abo da. So, wie könnten wir jetzt ganz konkret vorgehen? Also das Szenario, ja, was wir jetzt quasi sehen, wäre halt, dass sowohl dieser Aufwärtstrend als auch hier diese Widerstandslevels, dass die natürlich halten, ja. Und wenn wir jetzt mal gucken, man könnte zum Beispiel, wenn man jetzt sowas hier machen würde, vielleicht so, ja, so 18% Risiko oder sowas gehen, das wäre ungefähr bis 75 US-Dollar, dann hätte man wahrscheinlich eine sehr gute Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze dreht. Ganz genau beträgt diese Wahrscheinlichkeit, du kannst es hier sehen, ich habe es hier wieder 5 verschiedene Arten ausgerechnet, 62%. Ja? Also ich gehe davon aus, dass in ungefähr 2/3 aller Fälle dieser Trade funktionieren sollte. Und dementsprechend lohnt sich das Ganze dann halt durchaus. Einfach weil wir eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, dass das Ganze hier nach oben geht, nämlich 62 zu immerhin 38%, also doppelt so hohe Wahrscheinlichkeit, dass es eher nach oben geht. Und wir haben natürlich, wenn es jetzt nach oben geht, tendenziell unser Potenzial, was so in die Größenordnung 40, 50, 60% durchaus gehen kann. Und das macht es zum aktuellen Zeitpunkt so spannend. Das heißt, wir haben 18% Risiko nach unten, 62% theoretisches Potenzial nach oben und wir haben halt eine 2 zu 1 Chance ungefähr für die Bewegung nach oben. Und das macht es durchaus interessant, insbesondere weil in diesen Berechnungen, die ich gerade zur Wahrscheinlichkeit gemacht habe, noch gar nicht drin ist, dass wir hier auch noch sehr starke Widerstandslevels haben. Das heißt, ich gehe davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit sogar noch höher ist als diese 2/3 Chance. Ja, damit haben wir die meiner Meinung nach beste Aktie aus den USA gerade rausgesucht. Klar, die beste Aktie ist immer schwer rauszusuchen, weil so richtig genau wissen, tun wir es erst im Nachhinein. Nichtsdestotrotz habe ich dich jetzt mal hier durch meine Überlegungen zur Nike-Aktie mitgenommen. Ob das jetzt die beste Aktie sein wird, werden wir jetzt in der Zukunft sehen. Wie, ich weiß nicht, vielleicht hast du ja auch noch einen Alternativvorschlag zur Nike-Aktie. Schreib dir gerne mal in die Kommentare. Da freuen sich die anderen bestimmt, weil, ich meine, klar, es gibt immer mehrere Aktien, in die man jetzt gerade investieren könnte. Ansonsten hoffe ich, das Ganze hat dir gefallen. Wenn du magst, trag dich ein für uns beim Investment Club. Kannst du kostenlos dran teilnehmen. Da besprechen wir immer den aktuellen Markt und vielleicht ist dann ja sogar auch meine Betreuung noch was für dich. Von daher sehen wir uns am Donnerstag im Investment Club oder einfach im nächsten Video. Mach's gut. Ciao.